I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing. Ja, hallo Leute. Ein paar Tage sind vergangen seit dem letzten Video zum Nano-VNA. Aber ich habe mir gedacht, das ist mal wieder an der Zeit, ein bisschen was Sinnvolles dazu zu bringen. Und was liegt da näher als die Kalibrierung unseres kleinen Nano-VNAs? Im Idealfall habt ihr zu dem Kaufpaket ein paar Teile dazu bekommen. Und zwar hier dieses silberne Anschlussteil, das ist der 50 Ohm Widerstand. Dann gibt es den Open-Anschluss und natürlich den Short, sprich Kurzschluss. Im Idealfall ist auch noch ein Verbindungskabel dabei. Das werden wir dann auch gleich noch brauchen. Und diese Verbindungs- oder Kupplungsangelegenheit hier brauchen wir in diesem Fall nicht, kann aber nützlich sein. Wer hat und das gleich nachmachen will, braucht allerdings auch noch einen zweiten, also im Idealfall einen zweiten 50 Ohm Widerstand. Wir haben keinen kleinen 50 Ohm Widerstand, aber hier drüben zu sehen, einen etwas robusteren 50 Ohm Dummy Load, der kann ein bisschen was ab. Und ja, über dieses Verbindungskabel werden wir uns den dann nachher auch noch mit zu Nutze machen. Fangen wir mal an mit einem sanften Tipp auf das Display. Genau, ein bisschen näher ran, dass man es auch vielleicht sehen kann. Ja, wunderbar, so kann man es gut sehen. Müssen wir im Menüpunkt das Feld Kalibrieren suchen. Hier abgekürzt mit CAL. Das wählen wir aus. Und starten das Ganze hier oben auf Calibrate. So. Zuerst schrauben wir den Open Port auf die Kanal 0 Buchse. Also vielleicht nochmal hier zum Schauen. So sieht der Anschluss aus. Also der weibliche Part und ja, in dem Fall auch hier gut zu sehen, wie der Anschluss aussieht. Okay, also der kommt hier drauf. Jetzt kann man das auswählen, entweder über das Betätigen dieses Rades hier oben mit reindrücken oder wir tippen das hier an. Wir machen das in diesem Fall so. Zack, haben das angetippt. Jetzt springt er automatisch auf Short, sprich Kurzschluss. Jetzt bieten wir ihm den Kurzschluss an. Und zwar ist das hier zu sehen. Das ist dieser Anschluss. Ah, okay. So, auch hier wieder die Möglichkeit, oben über das Rad oder über Antippen auszuwählen. So, damit war es das auch schon. Und jetzt kommt Load, sprich Dummy Load, 50 Ohm Widerstand, auch dieser. So, der kommt hier drauf. So, wieder auf Load klicken. Moment, so. Okay, jetzt kommt ISO-LN. Ja, ISO-LN fordert auf jeden Fall, also linear, fordert auf jeden Fall einen 50 Ohm Dummy Load auf Kanal 1. Und im Idealfall, man kann es auch weglassen, aber im Idealfall auch einen auf Kanal 0. So. Und damit ist auch das schon passiert. Und jetzt geht es noch um den Durchgang. Und dabei verbinden wir, wer hätte es gedacht, Kanal 0 mit Kanal 1. So. Und dann ist es auch schon passiert. Kommt das Kabel wieder ab. Und wir klicken auf Done.
Jetzt werden wir gefragt, wo wir das abspeichern wollen. Das heißt, wir können insgesamt vier, fünf verschiedene Ports damit belegen mit unseren Ergebnissen. Empfehlenswert ist Kanal 0, denn der wird automatisch beim Start mit benutzt und sozusagen automatisch geladen. Also legen wir das Paket auf 0 ab. So. Und das war's auch schon. Jetzt machen wir mal eine Testmessung, wie das Ganze so aussieht. Und Ja. so. Und ja, hier kommt jetzt mal der Test. Und zwar folgendes. Ich habe ausgewählt die Centerfrequenz bei 5,3 MHz. Und halt, sorry. Center. Auswahl 5,3 MHz. Und die Bandbreite. Ja, machen wir mal ruhig 2 Megahertz. Okay. Dann Labortest. Dummy Load 50 Ohm. Wer hätte es gedacht? Ah, kriegen wir das scharf? Jawohl. SWR. Ja, uns müsste Diagramm zeigen, so ziemlich das, was wir machen sollen. Und dann wandern wir mal hier rüber. Weiter. Okay. Und ja, verbinden jetzt mal die Vertikalantenne für das 60 Meter Band. Und ja, so in der Richtung war es auch gedacht. Ja. Natürlich mal auf die richtige Frequenz gehen. 4,3 ist Käse. Man hier schön sehen kann über den Kippschalter, lässt sich das wirklich hervorragend auswählen. So. Ja, ich gestehe, die Antenne liegt etwas neben der Frequenz, aber funktioniert immer noch prima. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und es wäre natürlich auch klasse, wenn ihr meinen Kanal abonniert, ja, auch wenn die Videos noch in sehr großen Zeitabständen kommen. Aber es wird. Also vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim gemeinsamen Hobby. 73. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down.